Schön für dich. Ich hab schon eins. Ja, ja, aber das geht jetzt fix. Das Problem ist das gesamte Streamjahr-Ding. Also Leute, wir haben hier den Backup-Stream. Ja. Leider kann man hier nicht drehen. Ja, du bist sicher einer, der für den Premium-Ordnungsbasis ist. Die Ukrainer. Ton geht nicht. Doch, er geht. Ja. Jetzt geht's wieder. Ja, okay, aber... Ja, geht es? Ja, passt perfekt. Optimal. Und weil jetzt muss jemand filmen. Ja, ich bringe jemanden. Stefan, kannst du bitte? Kannst du bitte? Das ist das Einzige, was bei mir ein Haken hat. Ja, okay. Und belästigt wurde. Nur der Hals einfach. Ja, halt einfach. Ja, nee, nee, alles super. Völlig richtig. Völlig richtig, super. Danke dir. Woher kommst du? Woher kommst du? Also ursprünglich komme ich aus Mazedonien, aber schon aus vierter Generation. Also ein Sommer-Mazedoner, würde ich sagen. Okay. Okay, ganz kurz, dass ich dich unterbreche. Schaut euch das hier an. Palästinensische Flaggen. Was suchen palästinensische Flaggen hier in Wien? Wir sind nicht in Palästina, wir sind in Österreich, wir sind in Wien. Eure Flaggen könnt ihr wieder einpacken. So, jetzt gehen wir mal hin und schauen. Dasselbe Spiel wie in Deutschland. Dasselbe Spiel wie in Deutschland. Ja? Hier in Palästina Flaggen. Und wir sind ganz vorne mit dabei, wahrscheinlich selbst Österreicherinnen. Nicht mal Palästinenserinnen. Ja? Und jetzt? Was? Nee, wir gehen nicht weg. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Bis 18 Uhr bleiben wir hier. Willst du was sagen? Willst du was sagen? Nein, traust dich nicht, gell? Jetzt. Traust dich nicht sagen. Ja, ja, natürlich. Also, wir sehen hier einen erbärmlichen Haufen an Menschen, die sich hier versammelt haben, mit Palästina-Flaggen, darunter auch Nicht-Palästinenser. Da sehen wir schon Frauen, die sich freiwillig das Kopftuch aufsetzen. Also an Erbärmlichkeit und Peinlichkeit nicht zu überbieten. Perfekt. Was hat die Palästina-Flagge hier verloren? Wir haben Israel oder den Nahostkonflikt nicht mal angesprochen. Willst du auch herkommen? Willst du herkommen? Komm, diskutieren. Ich danke dir. Komm. Traust dich nicht. Ja, du auch nicht, Fabian. Ha? Du, Fabian, wie läuft's mit der Betreuung von radikalen Moslems? Hast du es verhindert, das Paar? Ach so. Obwohl du so große Ohren hast, verstehst du nichts. Trotz den großen Ohren verstehst du nichts. Ach so, okay. Ja, aber ich stehe einen Meter vor dir. Solltest du mich verstehen. Albaner, komm her, Albaner. Komm her. Achtung. Ja, in ihre FFP2-Maske schreien sie rein. Das zeigt, das ist eine reine Machtdemonstration. Ja. Es ist eine reine Machtdemonstration. Palästina als Staat existiert nicht. Wir haben den Nahostkonflikt nicht mal angesprochen. Palästina, Israel interessiert uns hier nicht. Wir reden über die Probleme, die wir hier haben. Und eure Nahostkonflikte, die könnt ihr bei euch austragen, nicht hier in Wien. Hier in Wien trägt ihr eure Konflikte nicht aus. Abschieben! 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 Abschieben!
abschieben! Abschieben! Abschieben! Abschieben! Abschieben! Abschieben! Also schaut euch mal diese Gruppe an, schaut euch mal diese Gruppe an. Linke Österreicherinnen mit Palästina-Flaggen, die sich verhüllen mit einer Palästina, mit einem Palli-Kopftuch, die das als Kopftuch benutzen und sich verhüllen. Selbsthassende linksextreme Österreicher und radikale palästinensische Moslems hier. Und die würden... Dieselben Damen würden niemals unter einer Österreich-Fahne marschieren. Die hassen ihr eigenes Land, die hassen ihre eigene Fahne, aber fremde Fahnen, die werden dann hochgetragen. Egal ob ukrainisch, palästinensisch, diese Leute hassen ihre eigene Identität und suchen sich Ersatzidentitäten. Aber wir kämpfen auch für euch, denn islamisiertes Österreich wäre auch für euch ein Problem. Das Ganze ist ein Lifestyle, ihr seid Lifestyle-Linke, auch ihr seid letztlich Teil unseres Volkes. Wir haben euch auch gerne und am Ende werdet ihr noch ihres einsehen. Spätestens wenn ihr Kinder bekommt und wenn ihr dann aus den hippen linken Vierteln wegziehen werdet, wenn eure eigene Tochter dann am Schulweg angemacht oder Schlimmeres wird, dann werden euch auch immer Augen aufgehen. Allein das Thema jetzt Homosexualität. Ja? In Palästina werden Homosexuelle verfolgt. Ja, und die Linken behaupten ja immer, ja, wir setzen uns auch für die Rechte der Homosexuellen ein und so weiter. Und hier tun sie sich zusammen mit radikalen Palästinensern. Das haben wir schon in Deutschland zur Genüge gesehen. Die sagen, Antisemitismus, ein ganz wichtiges Thema für uns, tun sich zusammen mit palästinensischen Antisemiten. Damit entlarven sie sich selbst. Damit zeigen sie ihr wahres extremistisches Gesicht. Und jeder, der für Österreich steht, muss auf unserer Seite stehen. Ganz genau. Und jeder, der dort steht, ist gegen Österreich und gegen das österreichische Volk. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. So hier, Kopfabschneider-Geste von dem Linken. Hat er vom IS gelehrt, da hat sich die ausgetauscht. Ja. Er ist ja hier in guter Gesellschaft mit radikalen Moslems. Er ist in guter Gesellschaft mit radikalen Moslems und die Kopfabschneider-Geste hat er schon von seinen radikalen Moslems gelernt. Alle, der Großteil ist auch feige vom Mund. Ja. Ein erbärmlicher Haufen. Nein, wir reden weiter, auch wenn ihr es gerne hättet. Was wir sagen, sind unangenehme Wahrheiten. Die Mehrheit der Österreicher will euch nicht, will eure Ideologie nicht. Die Mehrheit der Österreicher wählt die FPÖ und will Abschiebungen. Genau, die Mehrheit der Österreicher will Abschiebungen. Und ich sag euch eins, der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen, wo wir das selbst erleben werden. Massenabschiebungen von Illegalen. Und euch, ihr könnt gleich mitgehen. Ihr könnt mit euren Moslems gleich mitgehen. Da, jetzt werden sie gewaltbereit. Das kennen wir natürlich. Gewaltbereite Moslems, gewaltbereite radikale Palästinenser und gewaltbereite linke Extremisten. Von uns geht keine Gewalt aus. Wir sind friedlich. Wir haben eine legitime, angemeldete Kundgebung, die wir hier durchführen, wo wir über die Probleme in diesem Land sprechen. Und wir sehen, wie radikal die Gegenseite ist, die sich zusammensetzt aus selbsthassenden österreichischen Linksextremisten und radikalen Palästinensern. Ich finde es erstaunlich. Es ist genauso wie in Deutschland. Völlig gleich. Deswegen sage ich euch, wir müssen nicht nur auf Österreich beschränkt denken. Martin hat es angesprochen. Die Brennpunktur wird in Deutschland stattfinden, wird in der Schweiz stattfinden, wird im gesamten deutschsprachigen Raum stattfinden, weil überall sich dieselben Probleme zeigen. Es ist dasselbe Problem. Es sind immer einheimische, selbsthassende Linke und radikale Moslems und illegale Einwanderer. Und die Konsequenzen dieser Politik sehen wir. Wir sehen ein völlig überfremdetes Wien. Schaut euch mal dieses Wien an. Wenn man hier tagsüber oder nachts kann man hier gar nicht mal rumlaufen mehr als Österreicher im Frieden. Ja? Man ist umgeben von mehrheitlich Migranten und Asylanten. Sie lauern an jeder Ecke. Sie sorgen für ein unangenehmes Gefühl. Österreicher fühlen sich immer unwohler. Die Bobos, ja, diese Linken, die das alles zu verantworten haben, die ziehen sich zurück.
die ziehen sich zurück in ihre Bezirke, weil die haben die Kohle. Ja, der einfache Hackler, der hat nicht die Kohle. Aber die Bobos, die Wohlstandslinken, die ziehen sich zurück in ihre Bezirke. Die spüren das nicht, die Folgen der Masseneinwanderung. Aber auch sie trifft es immer mehr. Wie viele Fälle hatten wir vor allem in Deutschland von vergewaltigten Flüchtlingshelferinnen? Linke deutsche Frauen und Österreicherinnen, die von ihren eigenen Schutzbefohlenen vergewaltigt wurden. Ja? Also es trifft sie selbst immer mehr. Und es sollen sie ruhig treffen, denn sie sind verantwortlich. Sie waren dafür, die Grenzen zu öffnen. Sie waren dafür, unkontrolliert, illegal Millionen von Moslems reinzuholen. Und das aus den schlimmsten islamischen Ländern, aus Syrien, Afghanistan, Irak, aus islamisch fundamentalistischen Gesellschaften, wo genau die Themen, für die sich die Linken angeblich einsetzen, Antisemitismus, Minderheitenschutz, der Schutz von Homosexuellen, genau dort, wo sie am meisten verfolgt werden, genau aus diesen Gesellschaften haben sie die Leute hier reingeholt. Und das spüren wir. Wir spüren, dass in Österreich immer mehr das Recht des Stärkeren gilt. Ja, das Recht des Stärkeren. Weil diese Leute nie in einem vernünftigen Rechtsstaat gelebt haben, sondern in islamischen, fundamentalistischen Gesellschaften. Und sie kommen hierher und sie haben gar nicht die Bereitschaft, sich zu integrieren. Leider ist hier so viel Gewaltbereitschaft und Aggression der Gegenseite, dass man kaum ins Gespräch kommt mit der Gegenseite. Aber ich versichere euch, allein letztes Jahr durch die Kundgebungen in Deutschland und durch die Gespräche mit muslimischen Asylanten und Migranten, sie wollen sich nicht integrieren. Sie sind nur aufgrund der Vorteile hier. Sie sind hier, um Geld abzukassieren, um sich ein schönes Leben zu machen. Sie verachten die österreichische und die deutsche Gesellschaft. Sie verachten Deutschland und Österreich. Ich kann mich genau an einen muslimischen Asylanten erinnern, der hat ganz offen gesagt hat, verpiss dich von hier, du scheiß dreckiger Deutscher. Das wagt ein muslimischer Asylant, der in dieses Land gekommen ist, der alles hier bekommen hat, der eine Rundumversorgung hier bekommt, der wagt es, das deutsche und das österreichische Volk offen zu beleidigen. Und wo ist unser Widerstand? Wir müssen mehr werden. Wir müssen auf die Straße. Wir müssen zeigen, dass wir das nicht mehr mit uns machen lassen. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Und das musst du dir mal vorstellen. Nach dem massiven Kriminalitäts- und Gewaltanstieg seit 2015 durch die unkontrollierte muslimische Masseneinwanderung, wagen sie es tatsächlich, Plakate oder Banner, Fahnen mit Refugees Welcome hier zu schwenken. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine Beleidigung das ist gegenüber den Opfern, die ihr Leben gelassen haben aufgrund von Kriminalität durch Asylanten. Allein die Frauen, die vergewaltigt wurden von muslimischen Asylanten, die 2015 als Schutzbefohlene hier reingekommen sind. Haben nichts dazugelernt, diese Leute. Nichts haben sie dazugelernt. Und sie werden auch nichts dazulernen, weil sie null Mitleid oder Solidarität mit dem eigenen Volk empfinden. Sie verachten das eigene und das eigene interessiert sie kein bisschen. Ihr habt selbst Demos gemacht über ein Opfer zum Beispiel, welches von einem Asylanten erschlagen wurde. Da haben sie es gewagt, sich zu versammeln und gegen das Gedenken an eine Österreicherin zu protestieren. Das muss man sich mal vorstellen. Ein illegaler Asylant kommt hierher, erschlägt eine stinknormale Österreicherin, die wahrscheinlich nicht mal politisch war, die ganz normal hier gelebt hat. Und sie wagen es, sich dagegen zu stellen, gegen das Gedenken. Und da sieht man, was für verrückte Leute wir hier gegenüber haben. Martin. Ich möchte nochmal zu sprechen kommen auf diese Nationalfahne, die wir hier sehen. Diese Leute sind ja eigentlich antinational. Alle Nationen sind scheiße, nach ihren eigenen Aussagen.
gegen jeden Patriotismus. Aber hier wehen über einer linken Demo fremde Nationalfahnen. Und ich habe nichts gegen Patrioten anderer Länder. Jeder kann gerne ein türkischer Patriot sein, ein arabischer Patriot. Mir vollkommen gleichgültig. Ja, er hat sogar meine Unterstützung. Aber nicht hier in meinem Land, nicht hier in Österreich. Hier in Österreich weht nur eine Fahne, nämlich hinter uns Rot-Weiß-Rot. Und hier steht Rot-Weiß-Rot gegen fremde Völker. Und hier auf der anderen Seite ist das Lager der verräteten eigenen Heimat, der Menschen, die nur Fremdenliebe übrig haben. Und ich sage diesen Leuten, wenn ihr doch so brennt für ein fremdes Land, dann macht das doch zu Hause. Geht nach Hause, geht in islamische Länder, in arabische Länder. Fahrt nach Hause, lasst uns hier in Ruhe. Und wenn ihr das nicht macht, liebe illegalen Islamisten und Straftäter, dann haben wir eine Parole für euch. Und zwar abschieben. Abschieben! 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 Und ich erwarte, dass jetzt langsam diese illegale Versammlung sich hier endlich mal auflöst. Ich hab's hier gegeben. Was ist los? Scheiße. Komm mal her hier. Komm mal her, Nazischweine. Ja. Also für Sie ist jeder ein Nazischwein, der die heutigen offensichtlichen Probleme anspricht. Ich bin nicht mal gebürtig ein Deutscher und ein Österreicher und ich werde hier als Nazischwein diffamiert. Was ist los? Was? Fertig. Komm her, Palästinenser, komm. Willst du was sagen? Kannst du überhaupt Deutsch? Kannst du Deutsch? Was ist? Warum bist du so aggressiv? Ha? Sehr, sehr aggressiv, die Gegenseite. Ja, schon, gell? Wir laden sie ein zu einem normalen, vernünftigen... Wir sind dialogbereit. Wir sind dialogbereit, so wie es sich in Europa gehört. Ja, wo man Manieren hat, wo man normal, zivilisiert miteinander diskutieren kann, miteinander spricht. Aber wir sehen von der Gegenseite Mittelfinger, Beleidigungen, Bedrohungen. Selbst Linke mittlerweile, das kannte ich nur von Moslems bislang, hier die Heizabschneider-Geste. Aber jetzt haben sie es. Die linken Österreicher, eine umgekehrte Integration. Jetzt werden aus den linken Österreichern auch Leute, die hier Heizabschneider. Florian, du bist so erbärmlich. Du betreust. Kennst du den Typen? Er ist in der Prävention tätig. Er betreut. In der Bergera, Österreich. In Österreich. Ja, er betreut im Auftrag einer NGO radikale Moslems. Aber er ist ein Versager und hat es nie geschafft. Leute, die er betreut hat, sind zum IS gegangen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir alle, oder beziehungsweise die Österreicher, zahlen Steuergeld, zahlen seinen Lohn und er ist nicht mal in der Lage, radikale Moslems davon abzuhalten. Das heißt, er wird mit Steuergeldern dafür bezahlt, radikale Moslems davon abzuhalten, auszureisen. Ja, da bist du schwerhörig. Nee, lass, mach uns nichts falsch. Beide. Nee, meins geht nicht. Nimm mir das, oder? Also Fabian, wozu bezahlen wir dich, wenn du unfähig bist in deinem Job? Wozu bezahlen wir dich, wenn du es nicht mehr schaffst, deine radikalen Moslems daran zu hindern, auszureisen? Soll ich zu dir rüberkommen? Ha? Soll ich rüberkommen? Was ist los? Was ist, Fabian? Was? Wer ist ein Bastard? Was? Hurensohn? Allahu Akbar! Oho! Oho! Allahu Akbar! Echt? Komm her! Abschieben! 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 Ich sag dir eins! Abschieben! 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 Ich sag dir eins, Allah ist hier nicht der Größte. Allah ist gar nichts hier. Gar nichts ist Allah. Hast du verstanden? So, ich fordere die Polizei auf, das Mikrofon sofort abschalten, das darf er nicht.
das ist illegal. Er darf die Kundgebung nicht stören, indem er ein Megafon benutzt. Hallo, Beleidigungen, bitte sofort unterbinden. Das darf er nicht. Also, wir sehen hier einen weiteren radikalen Moslem, der sich outet, der behauptet, Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Was würdet ihr darauf sagen? Ist Allah hier der Größte? Nein! Echt, was sagst du, ist Allah der Größte? Allah ist ein Arschloch. Der Kleinste. Allah ist der Kleinste. Allah hat hier überhaupt keine Bedeutung. Hier entscheidet das österreichische Volk und nicht Allah und nicht eure Scharia und nicht Koran und nicht den Sunna und auch nicht eure palästinensischen Flaggen oder Palästina oder sonst irgendwer. Hier bestimmt das österreichische Volk und sonst keiner. Europa für Europäer! Antifa nach Nordkorea! 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 Ich habe noch eine Frage, insbesondere an die ganzen Moslems hier! Die ganzen Araber, die hier stehen. Ihr redet immer viel von Ehre. Es ist ein fremdes Land, sprecht eine fremde Sprache, nehmt das Geld von fremden Menschen und spuckt dann keinen Respekt für euch. Wenn ihr Ehre im Leib hättet, dann würdet ihr, wenn ihr Nationalisten und Patrioten seid, nach Hause gehen. Und das sagen wir euch, eines fernen Tages werdet ihr auch nach Hause gehen. Ja. Und wir arbeiten daran, dass der Tag näher rückt. Und jetzt singen wir ein Ständchen. Ihr könnt nach Hause gehen, 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 ihr könnt nach Hause gehen. Und du hast es richtig angesprochen. Das muss man sich mal vorstellen. Hier tun die ganzen Moslemmänner: Ich bin stolzer Türke. Ich bin stolzer Palästinenser. Ich bin stolzer Dings. Wenn du stolzer Türke bist, dann würdest du in der Türkei leben. Was machst du dann in Österreich? Ab zu Erdogan. Das geht auch an Mohammed Yüksek, der sich da rumtreibt. Mohammed Yüksek. Ab zu Erdogan, ab in die Türkei, wenn ihr stolze Nationalisten seid. Eure Palästina-Flagge könnt ihr in Palästina hissen, aber nicht hier in Österreich, nicht hier in Wien. Und das zeigt, das ist eine einzige Machtdemonstration. Sie entlarven sich und Zehntausende Österreicher, Hunderttausende Österreicher werden das sehen. Ja, schaut euch dieses schmierige Grinsen dieses Asylanten an. Ein schmieriges Grinsen. Wo ist deine Dankbarkeit? Er lacht euch ins Gesicht, er zeigt euch den Mittelfinger. Lebt auf eure Kosten. Schäm dich! Schäm dich, du Undankbarer! Du solltest dich schämen. Du solltest dich schämen, mit deiner teuflischen Fratze hier zu lachen, den Leuten ins Gesicht zu lachen, die dich aufgenommen haben und die dich finanzieren. Erbärmlich einfach nur. An Erbärmlichkeit nicht zu gebieten. Bitte, ich muss ehrlich sagen, dein Äußeres spricht für dich. Dein Äußeres zeigt, was du denkst. Das sieht man ganz oft. Das sieht man ganz oft. Schande! 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 Schande über euch! Ihr verratet euer eigenes Volk. Schande über euch! Ihr holt Leute rein, die eure Landsfrauen vergewaltigen, die eure Landsleute mobben, die deutsche und österreichische Kinder jeden Tag in der Schule mobben. Ja. Hier, Mittelfinger, schaut euch sie an, wie Wildgewordene. Schaut euch diesen wildgewordenen Palästinenser an. Schaut euch diesen wildgewordenen Palästinenser an. Wie vom Teufel besessen. Wie vom Teufel besessen. Palästinenser sind Juden. Wir sind das Volk! 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 Schaut euch diesen kleinen Rotzlöffel an. Er steht für die
für die freche, undankbare muslimische Jugend hier. Geht hier zur Schule, verachtet hier, beleidigt Österreich, beleidigt Österreicher und steht hier mit dem... Dich wollen wir erst gar nicht integrieren, Kleiner. Er hat gerade gesagt, ich fick den Österreich, bitte. Um Ruhe, sag's nochmal. Was? Was hältst du von Österreich, ha? Was hältst du von Österreich? Scheiß Österreich! Aus dem Mund von diesem jungen Mann! Das sind die Fachkräfte, das ist die Bereicherung, die unsere Politiker uns aufzwingen wollen. 50.000 neue Migranten, sagen sie. Ich scheiße auf Österreich! Ich scheiße auf Österreich, sagt der Typ dort, ja? Ich sag dir eins, wie werden wir persönlich dafür sorgen, dass du ein Leben leben kannst auf einem anderen Kontinent? Du hast den Kontinent geirrt! Du kannst auch nach Hause fahren! Ihr könnt nach Hause fahren, 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 ihr könnt nach Hause fahren. Jakob, hier sehen wir, wie sie von klein auf indoktriniert werden. Ein Rotzlöffel, der hier Österreich und alle Österreicher beleidigt. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Wir sehen, dass hier Leute als Gäste in unser Land kommen und eine derartige Frechheit besitzen, hier Österreich zu beschimpfen, das Land, was sie aufgenommen hat, das Land, was sie unterstützt, das Land, von dem sie Geld bekommen, wo jeder einzelne Polizist und jeder, der hier arbeitet, Steuern zahlt, um diese Leute zu unterhalten, die 6 Kinder kriegen, die Sozialleistungen empfangen bis zum geht nicht mehr. Und wir unterstützen das. Wir zahlen mit unseren Steuergeldern den Kinderreichtum von muslimischen Clanfamilien, die uns in Österreich langfristig ersetzen werden. Wir als Österreicher sind so blöd, Steuern zu zahlen für Leute, die uns ersetzen, die unsere Grundordnung ablehnen, die unser Volk ablehnen, die unsere Kultur ablehnen, die unsere Gesetze ablehnen und die den Islam über unsere Gesetze und unser Rechtssystem stellen. Der Islam ist eine viel größere Gefahr als jeder Rechter, das jemals sein wird. Und deswegen ist das eine riesige Heuchelei, die hier hinten vor sich vonstatten geht. Die Linken sehen die Hauptgefahr im rechten Nazi. Der rechte Nazi, der hat aktuell eine Geburtenrate von 1,4 Kindern. Ja, das ist gar nichts. Der Islam, der wird langfristig hier übernehmen, wenn es so weitergeht und wird ein viel größeres Bevölkerungspotenzial stellen, wenn wir nicht etwas dagegen tun. Und aus diesen Gründen steht hier der linke Österreicher auf der falschen Seite und verrät sein eigenes Volk. Was tut der linke Österreicher? Er verrät sein Volk, er unterstützt den Bevölkerungsaustausch und die Islamisierung, während er gleichzeitig für Schwulenrechte, Transenrechte ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Glaubt ihr, dass wenn die Moslems in die Mehrheit kommen, dass dann irgendwelche Transen oder Feministen oder Schwulenrechte hier weiterhin in Österreich existieren? Glaubt ihr das? Glaubt ihr das wirklich? Das ist ein Wahnsinn! Ihr Volksverräter! 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 Versteht mich nicht falsch! Ich bin der Letzte, der sich für Feminismus einsetzt. Doch ihr müsst doch verstehen in eurem eigenen Weltbild, dass es hier massive Widersprüche gibt. Dass der Islam langfristig eure eigene Ideologie, eure linke Ideologie ablehnt. Und dass der Islam hier über eure linke Ideologie die Herrschaft gewinnen wird, weil ihr schwach seid, weil ihr einen liberalen, individualistischen Geist vertretet, der niemals die Oberhand gewinnen wird, der eine reine Degenerationserscheinung ist, ein reines Absterben der österreichischen Kultur darstellt und keine eigene kulturelle Herrschaftsform ist, die langfristig tragbar ist und die eigenen Ursachen für das Bestehen langfristig aufrechterhalten kann. Der einzige Grund, warum ihr liberal sein könnt, ist, weil die letzten Tausenden von Jahren die Leute antiliberal waren und ihr habt überhaupt keine Ahnung, über was ihr redet. Genauso wie die Moslems, die hier stehen
die sich solidarisieren mit irgendwelchen Leuten, Linksliberalen, die für Transenrechte sind, die für Transen-Kinderbuchlesungen sind. Das, was ihr habt, ist ein Zweckbündnis. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ihr linksliberalen Transenfreunde gemeinsam mit den Muslimen langfristig irgendeine gemeinsame Ideologie begründen könnt. Das ist doch ein absoluter Wahnsinn, der hier vonstatten geht. Ihr seid ein reines Verräterbündnis, die sich mit jenen Ausländern solidarisieren, der sich gegen die rechten und heimattreuen Leute stellt. Und diese Wahrheit müsst ihr euch gefallen lassen. Jeder, der hier kein Pakistani ist, ist ein Volksverräter. Jeder Pakistani, der hier ist, ist jemand, der nicht hierher gehört, außer er unterwirft sich der österreichischen Leitkultur, den österreichischen Gesetzen und dem österreichischen Staat. Eine andere Akzeptanz ist nicht möglich. Friedrich Langberg. Hey, ich hätte eine Frage an die Linken unter euch. Also das Lager wirkt ja relativ gespalten. Ich sehe von Linkswende bis Palästina fahren so gut wie alles. Nur, was ich mich die ganze Zeit wundere, wo ist euer Pride in Favoriten? Das wäre doch mal stimmen, oder? Aber ich glaube, mal diabolische Fratzen aus der Mitte oder mich spucken, dann verdammtes Problem da wieder, oder nicht? Wo sind eure ganzen bunten Fahnen und eure schönen Liebe-Inszene der Plakate, weil im Wald Müllerberg Frauen vergewaltigt oder bis zum nächsten Wochenschein totgeschlagen werden, die verdammten Spinner? Dass die Leute neben euch sind, was sie sind, wissen wir alle, aber dass ihr daneben steht und mitmarschiert, ist eine verdammte Schande! Abschieben! 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 Was haben wir in 10, 20 Jahren? Steht die Antifahne schon neben den Palästinenfahnen, schreit Allahu Akbar und feiert die erste Moschee oder was? Habt ihr was mit irgendeinem Sinn und den Verstand in euren Köpfen? Ihr habt keinen Plan, was ihr anrichtet, was ihr heraufbeschwört. Diese Revolution wird euch als erste Kinder fressen. Es gibt ein paar Konservative in Saudi-Arabien, in Afghanistan. Wir werden noch ein einigermaßen normales Leben haben. Euch wird es nicht mehr geben. Es gibt keine verdammte Pride in Riyadh. Es gibt keine Pride in Damaskus. Und es wird auch in Wien keine mehr geben. Nicht, dass ich da der Erste wäre, darüber reden würde. Ja? Aber abschieben! 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 Ja, dann tanzt du mit dem Held, tanzt zum Sozialamt, du Spinner! Alter. Fucking. Mann, es gibt ja genug Leute, die sagen, wir werden nur paranoid. Ja, immer wenn ein paar Rechte sich uns sammeln, können das nur Spinner sein. Antisemiten, Nazis, wie es auf einem Plakat steht. Aber das, was hier passiert, ist schon in vielen Ländern passiert. Denkt an Ägypten. Ich habe ein Google. Sie habt ja alle Smartphones mit euren schönen bunten Haaren. Gebt ein Ägypten 1915. 1950. Da werdet ihr eine Rede finden von dem Staatspräsidenten, der noch drüber lacht. Haha, die Muslimbrüder meinen, alle Frauen in Ägypten sollen ein Kopftuch tragen. Das war doch lustig, Mohammed Mursi damals. Und was haben wir heute? Ägypten ist ein verdammtes Shithole! Muss Wien erst ein Shithole werden, bis ihr Spinner aufwacht? Abschieben! 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 Ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen, und ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen. Ah, da gehen sie. Ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen. So, jetzt haben sie keine Geduld mehr, das ist zu anstrengend für sie. Wir müssen sie verstehen, viele von ihnen arbeiten nicht gegen keiner geregelten Arbeit nach. Und da tun die Füßlein weh, wenn man da ein, zwei Stunden an einem Ort stehen muss. Jetzt räumen sie den Platz. Friedrich hat sehr gut angesprochen, er hat das Beispiel Ägypten gebracht. Und genau so fängt es auch hier an. Wie fängt es an, Martin? Überleg mal. Als die Türken und die ersten Moslems kamen, ja, da kamen sie als Gastarbeiter.
da hieß es, wir werden das Land wieder verlassen. Wir wollen nur so kleine Hinterhofmoscheen, da machen wir unser Gebet. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Dann haben die Österreicher gesagt, gut, ihr könnt die Jobs haben, ihr geht eh wieder nach Hause. Passt, in Deutschland dasselbe. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Prunkmoscheen. Jetzt haben wir in Floridsdorf. Genau, arabische Straßenschilder in Düsseldorf. In Floridsdorf eine riesen Moschee mit Minarett. Wiedersehen! Tschüss! Tschüss! Ab nach Palästina! Ab ins nicht existente Palästina! Abschieben! Ab! Reicht so unfreundlich, dass ihr weggehen müsst! Kommt doch zurück! So Leute! Ich kann es mal wirklich sagen, das ist auch ein Unikum an in Österreich, dass die Polizei eine illegale Versammlung wirklich räumt. Super! Bravo! Denn in Deutschland würden wahrscheinlich wir geräumt werden, angezeigt, angeklagt werden. Das war eine illegale Versammlung. Wir sind legal hier. Wir werden jetzt auch wieder zurückgehen zu unserer Österreich-Fahne. Und wir laden jetzt auch die Leute, die hier stehen und zusehen ein. Ihr könnt gerne zu uns reinkommen. Ihr könnt gerne ins Gespräch kommen. So, jetzt können wir aber langsam. Wir wollen heute auch mit Leuten, die eine andere Meinung haben, in einen ruhigen Dialog treten. Die schreien, sind weg, ihr könnt gerne reinkommen zu uns. Auf die richtige Seite der Geschichte. Heimat! Freiheit! Ja, wir müssen immer für Mädchenkonzerte, wir reichen meine Tüge. Heimat! Freiheit! Tradition! Super, danke dir. Wo ist das Mikro? Ja, also wir müssen jetzt schon, ich muss jetzt schon sagen, die erste Kundgebung der Brennpunkt-Tour ist ein voller Erfolg. Wir haben ein voller Erfolg! Dank euch, dank der zahlreichen, dank der Präsenz haben wir gezeigt, dass wir den Ort und den Platz behaupten. Dass wir den Platz nicht räumen, sondern dass wir den Platz behaupten, dass wir nicht zurückweichen von radikalen Moslems, die uns versucht haben, hier schon einzuschüchtern. Es gab 3-4 Moslems, die mit Gewalt gedroht haben, die gesagt haben, ich fick Österreich, bla 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 und so weiter, die ihren Hass und ihre Verachtung gegenüber das Land und gegenüber das Volk offensichtlich hier gemacht haben. Aber wir weichen keinen Zentimeter zurück, sondern wir stehen hier standhaft und sie gehen jetzt und wir bleiben hier und wir zeigen, dass wir in Österreich sind. Und dass wir diese Flagge hier hissen und zeigen, dass wir das Sagen haben und uns nicht sagen lassen von selbsthassenden Linken und von radikalen Moslems. Wir sind das Volk! 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 Und das hat überhaupt gar nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Ich sehe hier viele mit Migrationshintergrund, die sich aber assimiliert haben, die dieses Land lieben, die Österreich erhalten wollen. Wenn sie türkische Verhältnisse haben wollen, dann wären diese Leute in die Türkei ausgewandert, dann würden sie in die Türkei gehen. Aber sie lieben Österreich, sie lieben das Volk, sie lieben das Land, sie lieben die Tradition, sie lieben die Kultur, sie lieben die großartige österreichische und auch die deutsche Geschichte. Und deswegen stehen sie hier und deswegen stehen wir gemeinsam zusammen für dieses Land und für die Völker, die hier vereint stehen und das Land erhalten wollen und keinen Bevölkerungsaustausch wollen, keine Islamisierung wollen und keine Überfremdung wollen. Ja. Ich danke hiervon auch und ihr habt gemerkt, die Energie und auch die Entschlossenheit, der Mut, den er nach Wien gebracht hat, aus seiner Erfahrung aus Deutschland, ist genau das, genau der Geist, den wir brauchen. Nicht zurückweichen, sich nicht sagen lassen, die Stellung behaupten in unserem Land, in unserem Bezirk. Denn auch der 10. Bezirk ist immer noch Teil Wiens.
Und wir geben keinen Teil Wiens auf. Wir geben keine Stadt auf in Österreich oder Deutschland. Wir halten Stand. Und wir halten auch unseren Traum aufrecht. Einen Traum der Remigration, einer anderen Bevölkerungspolitik. Solange ich noch eine Faserenergie in mir habe, werde ich für das Land und für das Volk kämpfen. Und ich bin dankbar, dass jemand wie Irfan mit uns diesen Kampf kämpft, sich für uns einsetzt, sich sogar in Gefahr begibt, sich Morddrohungen etc. an den Kopf werfen lässt. Das ist großartig und das ist wichtig. Wir brauchen Unterstützung, aber auch wie Irfan gesagt hat, nur wenn wir selber aufwachen, wenn die Österreicher und Deutschen endlich ihre Feigheit verlieren, wenn die schweigende Mehrheit, die keine Massenmigration will, die keinen Asylansturm will, endlich auf die Straße geht, dann erst wird es eine Wende geben. Und deshalb müssen wir viel mehr werden. Jeder Einzelne ist wichtig, aber wir müssen viel, viel mehr werden, um unsere Ideen stärker auf unsere Straßen zu bringen. Und dafür steht auch die Bürgerbewegung, die Österreicher, für die Jakob heute hier ist. Danke, Martin. Wir unterstützen dieses Projekt aktiv, indem wir mit Leuten hier sind, mit Equipment. Jeder, der uns unterstützen möchte, wir werden weiterhin diese Brennpunkturen unterstützen mit unserem Material, kann auch an Irfan oder an uns spenden. Wir werden bessere Lautsprecher besorgen. Wir werden in Zukunft das Ganze professionalisieren. Das war jetzt gerade der erste Test, der sehr gut gelaufen ist. Man hat gesehen, die Linken haben keine Chance gegen uns. Sie haben keine Argumente. Das Einzige, was sie haben, sind hässliche Frisuren und hässliche Fratzen. Und das haben wir heute gesehen. Und es waren auch einige Palästinenser hier, die sich anscheinend im Kontinent verirrt haben. Den haben wir auch gleich gezeigt, wo es nach Hause geht. Also, es wird weitergehen. Es wird diese Touren weiterhin geben. Jeder Einzelne von euch. Ich bin dankbar, dass ihr heute hier seid, dass ihr das ganze Projekt unterstützt. Unsere Aufgabe ist es, dass wir aufzeigen, was aus Wien geworden ist, was aus Graz geworden ist, was aus Deutschland geworden ist, was aus der Schweiz geworden ist, durch die unkontrollierte Massenzuwanderung, die nicht nur unser Land und unsere Sicherheit gefährdet, sondern auch den Fortbestand unseres ganzen Volkes. Danke, Jakob. Exakt. Das sind wir heute hier. Wir sind auch heute hier, um nicht nur eigenen Saft zu schmoren. Wer diese Kundgebung machen können, irgendwo am Heldenplatz oder in einem schönen Bezirk Wiens, wo die Antifa-Bomos wohnen, wenn sie nicht demonstrieren. Wir sind aber ganz gezielt hierher gegangen. Ganz gezielt, konfrontativ, zu zeigen, erstens, wie schaut es aus? Die Bilder, heute aufgenommen, werden sehr viel in Österreich morgen wachrütteln. Aber auch um Ihnen zu zeigen, dass wir hier sind. Was wir jetzt gerne machen würden, wäre auch, wenn wir uns Ruhe haben, dank der Polizei, ins Gespräch zu kommen. Also die Frage bei den Leuten, ob sie hier stehen, die vielleicht nicht Teil unserer Kundgebung sind, die zu Fuhren dastehen, die eine andere Meinung haben, aber die mit Worten und nicht mit Faustschlägen verbreiten wollen. Habt ihr Lust? Einzigartige Gelegenheit, wir von heute hier in Wien, ich auch, Jakob auch, wollte vielleicht ein paar Worte sagen, wollte auch eine Stellungnahme abgeben. Ihr habt ein offenes Mikrofon für euch. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, mit uns ins Gespräch kommen. Wir sollten vielleicht noch mal am Rand gehen, um mit Leuten da zum Beispiel stehen recht viele. Was ist denn los? Einmalige Gelegenheit. Ja, also ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert von den Österreichern, von den Wienern, was für eine Unterstützung wir gleich hier bei der ersten Kundgebung in Wien bekommen haben. Auch ein Dank natürlich auch an die Wiener Polizei, die hier sehr vorbildlich handelt und Recht und Ordnung hier auch durchsetzt. Komm, 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 nicht schüchtern sein. Servus. Du bist Wiener, oder? Ja, also ich bin hier geboren in Wien, ursprünglich Türke, Ex-Moslem. Bin ich ein Nazi? Nein, natürlich. Habe ich was gegen Türken grundsätzlich? Überhaupt nicht, nein. Aha, interessant. Genau, ja, also das ist immer diese Nazi-Keule, wenn sie keine Argumente haben, immer nur Nazi. Aber wenn sie wüssten, dass der Großmufti mit den Nazis zusammen Juden gejagt hat, ja, das wissen die wenigsten oder wollen es halt nicht wahrhaben. Sie können gerne lesen, der Großmufti mit den Nazis zusammen
Ja, also Juden gejagt haben. Also du bist gebürtiger Türke, aber du bist in Wien geboren, du liebst Wien, du liebst Österreich und du willst, dass das bleibt so. Weil wenn du jetzt sagen würdest, ey, ich will die Türkei, dann könntest du ja ganz normal in die Türkei gehen. Genau so ist es. Also ich bin hier geboren, ich sehe mich als Österreicher, ich zahle meine Steuern hier. Und ja, also... Wirst du diskriminiert von den Österreichern? Schließen die dich aus? Eigentlich nicht, nein. Also wenn die wissen, der arbeitet, der haltet sich an den Rechtsstaat, bin ich willkommen. Aber wenn jetzt die meisten halt herkommen und sozialen Staat ausnutzen, nicht arbeiten gehen, Drogen verkaufen und dann noch halt die Scharia hier einführen wollen, ja, sowas brauchen wir hier in Österreich nicht. Vielen, vielen Dank. Super. Bitte. Genau darum geht's. Genau darum geht's. Jeder, der sich als Teil dieses Landes sieht, versteht, hat natürlich die Möglichkeit, auch ein Teil zu werden. Ja, keiner wird ausgeschlossen aufgrund seiner Herkunft oder sonst was. Und allein daran seht ihr schon, das hier hat nichts mit Nazi zu tun, mit Rechtsextremismus oder sonst irgendwas. Natürlich sind die Österreicher und sie haben ein Recht darauf, stolz auf ihr Land zu sein. Sie haben ein Recht darauf, ihr Land erhalten zu wollen und sich nicht überfremden und islamisieren zu lassen. Genauso wie die Türken auch keine Masseneinwanderung von Deutschen oder von anderen akzeptieren würden, sondern sagen würden, die Leute, die zu uns kommen, die müssen sich anpassen, die müssen sich integrieren. Und wenn es ihnen nicht passt, ja, wenn es ihnen nicht gefällt, dann haben sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Es ist schockierend, was wir gehört haben von den einen Moslem, dem palästinensischen Moslem, der offen mitten in Wien Österreich beleidigt. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ihr jetzt als Österreicher oder als Deutsche geht nach Istanbul oder geht irgendwo hin und sagt, ich F. die Türkei, ich F. Afghanistan oder Syrien. Wir würden euch lynchen. Die würden euch lynchen. Aber wir sind hier natürlich zivilisiert. Ja, und wir greifen nicht hier zu Gewalt oder sonst irgendwas, sondern vertrauen auf den Rechtsstaat, dass wenn es Straftaten oder sonst was gibt, dass hier die Polizei handelt. Kannst du noch bitte, wir waren vorhin noch nicht fertig, genau. Du bist ja auch hier, wie man sieht, mit Migrationshintergrund, bist in Wien aufgewachsen. Wie hat sich Wien verändert, so, wenn du überlegst, so an früher, wie hat sich Wien entwickelt? Also ich bin als zweites Kind im neuen AKH geboren worden sogar, aber egal. Ich weiß alleine, ich bin jetzt nicht mal 30 Jahre alt, aber allein während meiner Lebenszeit hat es sich sehr verändert. Im Negativen? Natürlich, komplett im Negativen. Weil ich eben weiß, dass ich früher mit meiner Mama, mit meiner Tante ohne Probleme am Praterstern spazieren konnte. Das war immer super. Mein Bruder, mein Kleiner, aber der Riese halt da. Er hat früher immer gesagt, na geh mal zum Praterstern, geh mal zum Prater, super, Service, bla bla. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Mit meinen kleinen Neffen, mit meinen Kindern, ist das derzeit nicht möglich. Ganz kurz, Praterstern war vor kurzem in den Schlagzeilen. Was ist dort passiert? 3 syrische Asylanten haben ein geistig behindertes österreichisches Mädchen am Praterstern auf der Toilette vergewaltigt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was für Bestien, was für eine Bestie man sein muss, um ein geistig behindertes Mädchen zu vergewaltigen. Die anderen 2 haben Schmiere gestanden und einer von denen hat sie vergewaltigt. Die waren in Untersuchungshaft. Weißt du, was mit denen jetzt passiert? Die kommen frei. Die kommen frei, obwohl sie ein österreichisches geistig behindertes Mädchen am Praterstern in der Toilette vergewaltigt haben. Und was sagt die Justiz? Die Justiz unter unserer Justizministerin Alma Sadic, die gern radikale Islamistenmoscheen in Graz besucht. Das ist ein Thema für sich. Darauf komme ich vielleicht später noch. Ja, wir haben in Österreich eine Justizministerin Alma Sadic, die gerne in radikalen Moscheen besucht. Wisst ihr das? Alma Sadic hat das Islamische Kulturzentrum Graz besucht, kurz bevor sie Justizministerin wurde. Und was ist nachher passiert? Du hattest einen langen Rechtsstreit mit ihnen, Martin. Ja, was ist passiert? Es gab eine Terrorrazzia. Was ist das für eine Justizministerin? Eine Justizministerin, die in radikalen muslimischen Moscheen verkehrt, wo es Terrorrazzien gibt. So jemand ist Justizministerin in Österreich. Das muss man sich mal vorstellen. Katastrophe. Auf jeden Fall, am Praterstern, 3 Syrer,
ja, waren beteiligt an einer Vergewaltigung eines geistig behinderten österreichischen Mädchens. Und was passiert mit ihnen? Sie kommen frei. Und sie dürfen nicht abgeschoben werden. Weißt du warum? Syrien ist zu gefährlich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Syrien ist zu gefährlich. Gleichzeitig haben wir Videos, der Express hat darüber berichtet. Partys in Damaskus, Nachtleben, das Nachtleben in Damaskus floriert. Die machen Partys, die machen mehr Partys als in der Otterkringer Straße hier in Damaskus. Aber syrische Asylanten dürfen dort nicht abgeschoben werden, weil man sagt, ach nein, viel zu gefährlich. Ach so, aber österreichische Mädchen und noch dazu noch geistig Behinderte dürfen sie vergewaltigen. Aber abschieben darf man sie nicht. Der Praterstern, wie du sagst, ist mittlerweile eine Katastrophe, ist ein absoluter Brennpunkt, wo sich illegale, kriminelle Asylanten rumtreiben, wo du mit deiner Familie, mit Kindern nicht in Ruhe mehr spazieren kannst. Ja, nur kurz, ich bin nicht so klein, der Irfan ist einfach ein Riese. Was ich sagen wollte ist, ich bin von oben gekommen und da sind halt sehr Antifa-Leute gekommen, ich habe sie gleich erkannt, an der Haarfarbe, und die haben zu mir gesagt, geh auf keinen Fall runter zum Kolumbusplatz, die werden dir sofort die Fresse einhauen. Habe ich gesagt, warum? Haben sie gesagt, ja, die sind gegen alle Ausländer. Jetzt ganz ehrlich, ich habe mich mit fast allen hier schon unterhalten. Niemand sagt, ich bin gegen alle Ausländer. Wie gesagt, ich habe lange im Pflegeheim gearbeitet. Die meisten, die dort arbeiten, sind auch Ausländer, von den Philippinen, aus Osteuropa etc. Und jetzt habe ich voll den Faden verloren. Kein Problem. Aber zum Beispiel beim Praterstern. Ja, es ist dort gefährlich. Aber warum ist es so gefährlich? Sind es die Ausländer? Nein, es ist immer aus demselben Kulturraum diese Leute. Der muslimische Kulturraum, um klar zu sein. Ja, es sind Moslems. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ich kenne mich nicht so gut mit den Religionen aus, weil zum Beispiel Bosnien oder Albaner sind ja auch Moslems. Aber Bosnien und Albaner, das liegt daran, dass sie Europäer sind und europäisch geprägt sind. Die kannst du nicht vergleichen mit syrischen Moslems, mit afghanischen Moslems oder mit solchen Bärtigen wie da hinten da gerade hier. Ja, oder mit Tschetschenen oder sowas, kannst du nicht vergleichen. Ja, ich weiß nicht. Also meine persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, das größte Problem für mich sind eben diese Messerstechereien und das Belästigen. Hallo. Komm. Hallo. Und das Belästigen von Frauen und Kindern. Und da muss ich wirklich sagen, wie du gesagt hast, Europa, das kenne ich von Tschetschenen eben nicht, weil, da, wie ich das verstanden habe aus Wien, eine ganz einfache Regel, lass die tschetschenischen Frauen und Töchter in Ruhe und die lassen deine Frauen in Ruhe. Das finde ich eh auch okay. Meist hat man das eben, wie nennt man diese Region, Nahe Osten? Oder? Nahe Osten, also muslimisch geprägte Kulturen. Also wir sehen ja auch in den Schlagzeilen, ja, es sind Syrer, Afghanen, Iraker, mehrheitlich muslimisch geprägte Völker, weil es natürlich, das ist kein Zufall, die Gewaltbereitschaft und so weiter leitet sich aus der islamischen Ideologie ab und daher ist es kein Zufall. Die Frauenverachtung gegenüber österreichischen Frauen, ja, wenn sie jetzt nicht bedeckt ist oder sich freizügig anzieht, das sieht man gleichzeitig als Einladung, ja, mit der kann ich machen, was ich will oder sonst was. Und genau das ist das Problem, warum es hauptsächlich österreichische Frauen trifft und sie Opfer von Gewalt werden durch hauptsächlich muslimische Asylanten. Wir können jetzt Gott sei Dank ein bisschen ruhiger reden. Also falls noch jemand anderes sagen möchte, können Sie auch gerne melden. Später gleich, ja. Worauf ich auch noch hinweisen wollte, was ihr beide auch richtig gesagt habt. Ja. Was wir brauchen, ist eine radikale Kehrtwende in der Politik. Genau die Dinge, die wir sprechen, darf man nicht mehr offen sprechen. Und wenn ich umschaue, seht ihr um uns herum, sind Gitter, Polizisten, 1, 2, 3, 5, 10, 15 Polizeiautos. Und frage mich, was für ein Land, was für eine Demokratie ist das, wo man nicht mehr offen und frei über solche Sachen sprechen darf. Und deshalb sind wir auch so etwas wie ein Schneepflug, ja, manchmal etwas provokant. Es muss manchmal provokant sein. Man muss manchmal laut schreien, um schlafende Leute aufzuwecken. Aber ich hoffe, dass hinter uns in den Bugwellen
von solchen Veranstaltungen mehr Leute sich etwas trauen. Und da ist ganz wichtig, dass jeder einzelne von euch, wenn er nach Hause geht von so Veranstaltungen, den Mut mitnimmt, auch den Mut in der Irrfang gezeigt hat, in der Konfrontation, in der Friedrich zeigt, den Mut müsst ihr mitnehmen. Denn nur wenn wir mutig zu unserer Meinung stehen oder sagen, was wir denken, nur dann können wir eine politische Veränderung bewirken. Ganz entscheidender Punkt, das kommt auf jeden Einzelnen von euch an. Ja, und ich muss sagen, ich freue mich wirklich, nicht nur in Wien, ich meine, Wien ist natürlich ein absoluter Hotspot, aber wir lesen ja auch dieselben Schlagzeilen in Linz, in Graz, ja, also auch in Klagenfurt, eigentlich überall, weil natürlich illegale Einwanderer, muslimische Asylanten bis ins letzte Dorf überall hingescharrt wurden und die Probleme sich dann dort auch ausgebreitet wurden. Früher konnte man sich mal ja, aufs Land zurückziehen, aber wenn wir uns nur zurückziehen und weichen, ja, wenn wir weichen, dann werden diese Probleme irgendwann auch aufs Land überschwappen. Und das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht zulassen. Österreich ist so ein wunderschönes Land. Ja. Ich bin aus Deutschland, ich bin in Deutschland aufgewachsen und als ich nach Wien gekommen bin, ja, da hatten wir auch eine andere Regierung damals, ÖVP, da war es noch ein bisschen besser. Ein wunderschönes Land, wunderschöne Menschen, tolle Menschen, eine tolle Geschichte, eine tolle Kultur. Und dann siehst du, wie sich, ja man muss sagen, Unkultur und unzivilisierte Menschen hier ausbreiten und das Schöne dem Hässlichen immer mehr weichen muss und sich zurückziehen muss. Und es wäre so schade, weil so ein schönes Land ist, auch Wien als Stadt, wunderschön. Aber es geht immer mehr den Bach runter, es geht immer mehr kaputt, wenn man abends nicht mehr rausgehen kann. Wenn man irgendwie angefeindet wird, wenn man zu Ramadan draußen isst oder trinkt oder sonst irgendwas von Moslems. Ja, und das ist das Problem. Es ist nicht so, dass sie keine Freiheit hätten. Sie haben Freiheit, aber sie geben sich mit dieser Freiheit nicht zufrieden. Sondern je mehr sie werden, umso mehr wollen sie unsere und eure Freiheit einschränken. Ich habe schon das Beispiel gebracht, Meinungsfreiheit. Mich hat einmal eine Frau aus Oberösterreich kontaktiert, ganz verschreckt. Die sagt, ja, ich habe nur geschrieben bei Facebook, Mohammed war ein Pädophiler. Und dann hat sie Besuch bekommen vom österreichischen Verfassungsschutz und eine Geldstrafe. Ja, jeder, der sich in irgendeiner Form islamkritisch äußert, wird verfolgt von der Justiz. Und du kennst dich ja auch gut aus mit Alma Sadic und mit dem Justizministerium. Alma Sadic, die jetzige Justizministerin, fördert das unter dem Deckmantel von Hate Speech, wird jegliche Kritik am Islam, an der Islamisierung, an der Masseneinwanderung unterbunden und als Hate Speech abgestempelt. Und wo man dann gleich die Behörden und den Verfassungsschutz und die Justiz auf unbescholtene österreichische Bürger hetzen kann, nur weil sie die Wahrheit sagen. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass ihr stumm bleibt. Das Ziel ist, dass ihr eingeschüchtert seid, dass ihr Angst habt, dass ihr sagt, oh nee, ich bleib lieber zu Hause, nicht, dass ich fotografiert werde. Ich traue mich nicht, ich bleib lieber zu Hause, ich habe Angst, sonst verliere ich noch den Job oder sonst irgendwas. Und so weit darf es nicht kommen. Das Land, das Volk muss über allem stehen. Ja? Und wir müssen auch bereit sein, Opfer zu bringen. Ja? Ich kann ein langes Lied und auch gerade Martin, der viel Erfahrung mit staatlicher Repression hat. Wir können euch Geschichten erzählen. Also Ermittlungsverfahren, Hausdurchsuchungen und so weiter, Jobverlust. Ja? Man ist mit einem Bein ständig im Knast. Aber es geht nicht ohne Opfer. Wir müssen Risiken eingehen. Wir müssen Opfer bringen. Sie werden uns dieses Land nicht schenken. Wir werden uns dieses Land nicht ohne Opfer zurückerobern. Ja, genau. Friedrich, du bist zurück. Ja, also wir schon gesagt, die Repression des Staates über sich ergehen lassen. Sie haben Hausdurchsuchungen gehabt, sie haben Razzien gehabt, sie werden verfolgt, sie werden in den Medien verleugnet. Das ist alles schon eine Selbstverständlichkeit, was dann immer passiert.
Die Leute, die gerade gegen uns geplärrt und geschrien haben mit den satanischen Fratzen ihrer Parallelgesellschaft, die kennen das alles nicht. Die werden nicht gelöscht, die werden nicht zensiert. Pierre Vogel, reaktionär Islam, wie die ganzen Kanäle heißen, die gibt's nach wie vor. Und deswegen ist es gut, dass jeder von euch heute da war. Ihr habt alle dazu beigetragen, Noch da ist, genau. Ihr habt heute alle dazu beigetragen, Dinge sichtbar zu machen, die die Öffentlich-Rechtlichen, die die ganze etablierte Medienlandschaft und Parteienlandschaft nicht öffentlich sichtbar haben will. Der ganze Medienapparat und politische Betrieb arbeitet darauf hin, zu verschweigen, zu zensieren und wegzulöschen, was heute jeder sehen konnte. Und weil wir heute alle da sind, nicht waren, sondern sind, mussten sie alle einen Tag lang hinschauen. Jeder wird heute in den Nachrichten einen Beitrag darüber sehen, was hier los ist, wenn jemand sich erdreistet, den Islam zu kritisieren. Und das alles ist schon unendlich viel mehr, als was sonst in Wochen und Monaten ausgestrahlt wird in diesen Propagandamedien. Friedrich hat völlig recht. Und ich freue mich auch, dass wir quasi zwei Tage vor Montag gemeinsam nicht mal in unserem Livestreaming-Kammer, sondern auf einer Bühne sprechen können. Ganz entscheidend, raus auf die Straße. Nicht nur zurückziehen, nicht nur aus dem stillen Kämmerlein posten, tweeten, schreiben, kommentieren. Auf die Straße gehen. Nur so können wir uns das Land zurückholen. Was ich auch noch hinzufügen möchte, völlig zu Recht wird die Islamisierung kritisiert, ist aber natürlich nicht nur die Islamisierung. Die gesamte afroarabische Einwanderung ist schlicht und ergreifend zu viel. Und das ist ein entscheidendes Problem. Es wird oft behauptet, wir wären xenophob, wir würden Fremde hassen. Überhaupt nicht. Wir haben nichts gegen andere Kulturen und andere Länder. Aber wenn zu viele Menschen in ein Land kommen, ganz egal wo sie herkommen, ganz egal welche Religion sie haben, dann entstehen Parallelgesellschaften, es entstehen soziale Spannungen. Und unsere Migrationspolitik ist ohne Plan, ohne Geleit und führt zu einem Vielvölkerstaat. Das wollen die Österreicher nicht, die Mehrheit der Bevölkerung will das nicht und wir stehen für diese Mehrheit auf der Straße. Ich werde immer so, jetzt werden wir gleich verarscht, der Friedrich und ich, ja, wegen Hate Speech, aber wir müssen hier wirklich wie auf rohen Eiern gehen, aus Angst, dass wir morgen angeklagt werden. Ich selber bin nächste Woche am 4. Mai vor Gericht angeklagt wegen Verhetzung. Warum? Weiß jemand von euch warum? Ich habe auf Telegram Folgendes geschrieben. In Illerkirchberg, wisst ihr ja, oder wer kennt den Namen Illerkirchberg noch? Wer kennt noch den Namen Leopoldschlag von den Österreichern? Die Hände werden weniger, das Gedächtnis wird schlechter. Im Leopoldschlag hat Jamal A., ein Asylant, ein Illegaler, schon dreimal vorher auffällig, zuerst seinen Sozialarbeiter niedergestochen und dann wahllos einen 63-jährigen Bauern ermordet, in Vergessenheit geraten. Und in Niederkirchberg hat ein Migrant, ein Asylant, stürmend aus dem Asylheim, ja, zwei Schulmädchen niedergemessert, eins davon ermordet. Kurz darauf hat die Razzia gegen die Reichsbürger stattgefunden. Und ich weiß nicht, habt ihr Angst vor Reichsbürgern? Wer von euch hat Angst vor Reichsbürgern? Hebt bitte mal die Hand. Der hinter Angst vor Reichsbürgern? Keine Angst, wir beschützen dich. Komm her, ich nehme dich im Arm. Ja? Brauchst keine Angst haben vor denen. Die sind in der Regel harmlos. Ja? Harmlose Spinner, möchte man meinen. Und was ich geschrieben habe auf Telegram war, von jedem Asylheim geht mehr Gefahr aus für unsere Kinder als von Reichsbürgern. Konsequenz, ich bin vor Gericht und mit Drohung bis zu 3 Jahre Haft. Das hätte doch im Kopf nicht aus. Während unser Land übernommen wird, islamisiert wird, während wir zum Minderheit im eigenen Land werden, macht dieser Staat nichts anderes, als Eiernockel-Esser zu jagen, als Leute, die was auf Facebook oder auf Telegram posten, zu schikanieren. Es gibt in Deutschland jeden Tag 1 bis 2 Razzien wegen Hasspostings. Mittlerweile, Tim Kellner ist ein Beispiel, wirst du sogar vor Gericht gezerrt, wenn du Politiker beleidigst. Und zugleich kann hier dieser Gschropp, ja, sagen, Österreich ist scheiße. Du hast ihn gesehen, ja? Dem wird nichts passieren, da bin ich gar mir sicher. Gar nichts. Gar nichts geben. Gar nichts. Ja. Wenn du irgendwie Baerbock oder sowas beleidigst, dann bist du billig. Ja, oder ich jetzt wahrscheinlich bezahlt den Spiel. Ja, ja. Wir sitzen dann zu dritt im Häfen und machen jetzt live von dort aus. Nach der Brennbuktour gibt es zuerst mal Haftstrafen, ja? Wisst was?
wir erzählen es euch da und wir erzählen es untereinander und die meisten von uns wissen es, aber das Verräterischste ist, sie wissen es ja selber. Sie wissen es ganz genau, weil sie wohnen hier nicht. Wisst ihr, was ich meine? Sie reden zwar immer groß, wie schön es ist, wenn man bunt ist und wenn aus 192 Ländern 191 da versammelt sind, weil das eine sind wir eh selber. Ja, theoretisch ist super, aber da haben sie es. Wo sind sie? Jeder von euch kennt wahrscheinlich Sebastian Bornmähner, oder? Wer kennt Sebastian Bornmähner? Nicht, nicht zum Applaus ausholen, bitte, bitte. Nur ein Anzeichen, wer Sebastian Bornmähner kennt. Ein Linksintellektueller, der da jede Woche Gross gegenüber sitzt und davon schwärmt, wie gut es nicht ist, dass wir vielfältig und liberal sind und wie böse nicht die Rechten ist und der Gross ist immer der schlimmste Übel. Der sitzt da jedes Mal und dann, was ist dann passiert? Dann ist er Vater geworden. Und wo ist er jetzt? Im Waldviertel! Im Waldviertel ist er, aber warum? Im Waldviertel gibt es doch gar keine Vielfalt! Im Waldviertel gibt es keine Buntheit! Im Waldviertel ist die einzige Vielfalt türkisblau! Ja, was macht er denn dort, der Bornmähner? Er weiß ganz genau, dass dieses leere Geschwätz, das er ununterbrochen von sich gibt, wenn er von irgendwelchen Linken bezahlt im Fernsehen sitzt, Schwachsinn ist! Und wenn es auf die harte Probe der Realität kommt, dann hat er seine Koffer gepackt und ist verschwunden! Und er ist nicht einmal der Einzige. Er ist nicht einmal der Einzige. Eine zweite Geistesgröße vom Formate Bornmähners ist Rudolf Fussi. Wer kennt Rudolf Fussi? Ja, ja. Ja, ihr kennt ihn alle, einer von den ganz lauten und ganz großen Linken, auch immer sehr selbstbewusst im Fernsehen. Und da ist mir jetzt wieder aufgefallen, vor zwei Jahren hat er Ö24 verlassen, unter anderem mit der Begründung, da sitzt immer ein Rechter. Na, der Groß mit dem Mogen nicht reden. Und in der SPÖ, die SPÖ hat auch verlassen, nicht nur Ö24. Er hat die SPÖ verlassen, weil er gesagt hat, na, der Doskozil, der hat da zu viel Gewicht in der Partei. Und wenn der Doskozil noch mehr Gewicht hat, na, dann gründet er eine eigene linke Partei. Und jetzt war er wieder im Fernsehen. Da haben wir gedacht, aha, der Fussi kommt wieder auf die Bildfläche und was wird er machen? Er wird wahrscheinlich eine Wahlkampfrede halten für den Babler. Und was tut er? Den Doskozil wünscht er sich als SPÖ-Chef, weil er jetzt auch in Niederösterreich wohnt und im Vergleich mit Wien wahrscheinlich sieht, dass er dumm war und Unsinn geredet hat. Ja. Im Check mit der Realität verstehen sie es dann irgendwann alle. Aber die Frage, die ich jetzt gerne an diese ganzen Linken richten würde, sie sind ja verschwunden, wahrscheinlich war ich ihnen zu laut. Sie sind ja verschwunden. Wieso muss es immer erst eskalieren, bis dann irgendein Linker draufkommt, dass er doch wegziehen will? Wieso muss es erst für alle so weit kommen, bis man irgendwas dagegen unternimmt? Das geht schon jetzt, wie wir in Ungarn und Polen sehen. Und wir verlangen das Gleiche. Und es ist ja nicht, ich meine, es ist ja nicht so, als müssten wir Rechten uns da irgendwo in kleinen Zirkeln zusammenschließen oder eine Glaskugel befragen, wie das Ganze ausgehen wird. Wir haben einen weiten Horizont in Europa und können uns umschauen. Wir sehen Länder, wo die demografische Veränderung schon weiter fortgeschritten ist, das heißt, wo der islamische Kulturkreis sich schon mehr verbreitet hat als hier. Und interessanterweise ist keines dieser Länder ein Vorbild. Wir haben Frankreich, ein buntes Land, ein vielfältiges Land. Und wir haben in Frankreich das Land, wo es die meisten Terroranschläge auf europäischem Boden in der Geschichte gegeben hat. Ja super, das brauchen wir doch unbedingt auch, oder nicht? Ja, ich sage, nein, nicht klatschen für dich. Ja, das brauchen wir auch. Oder England. Leute werden mit Messern niedergestochen, Frauen werden vergewaltigt, Leute fahren mit LKWs über Brücken. Weil es ein so schönes, buntes, vielfältiges Großbritannien noch nie gegeben hat. Ja, was für eine wunderbare Sache. Ich sage euch eins, ich habe andere Vorbilder. Budapest, Warschau, da kann man nämlich noch Silvester feiern, ohne eine Horde von Polizisten, die uns hier in Silvester damit zubringen muss, dafür zu sorgen, dass es keine 1000 Vergewaltigungen gibt. Ja, und es ist ja auch in Österreich so. Du kannst dir die Bezirke, man muss ja gar nicht die Länder anschauen. Schaut euch die Bezirke an. Welche Bezirke sind die sichersten, die schönsten, die ruhigsten? Dort, wo die Polizei nichts zu tun hat, dort, wo es friedlich zugeht. Es sind nicht die Bezirke mit den höchsten Migrantenanteilen, sondern es sind die Bezirke mit den niedrigsten Migrantenanteilen. Und welche Lehre ziehen die Linken daraus?
Ja, wir brauchen überall viele Migranten. Ich weiß ja nicht, wo die falsch abgewogen sind, aber irgendwo rennt da ganz gewaltig was falsch. Und das Heftige ist, dann sagen sie immer, ja, das ist schon alles nicht schön, aber wir haben ja eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Migranten, die zu uns kommen und sich normal aufführen. Die hier nur Schutz suchen. Ja gut, da kann man dann über die Zahl streiten, aber alles, was die Linken heute aufführen, ist ja auch, wenn nicht insbesondere ein Verrat an denen. Wir haben zum Beispiel Seran Ateş, eine weibliche, liberale Muslima, eine zivilisierte Person, mit der kann sich jederzeit sicher zusammensetzen, einen Kaffee trinken und schön über Gott und die Welt reden. Die lebt 24/7 unter Polizeischutz, weil der deutsche Staat die Steinzeitmuslime mit ins Land geschleppt hat, von denen die weggelaufen ist. Ja, das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Oder Hamed Abdel... Ja, die Stimme macht nicht alles. Hamed Abdel Samad. Wer kennt Hamed Abdel Samad? Ich bin sicher, der ein oder andere wird es von ihm gelesen haben. Ein Belesener, ein schlauer, ein gut artikulierter Mann, der in Ägypten, wo er herkommt, Theologie studiert hat. Der ist dort verpflichtet worden, weil sein Vater Muslimbruder war, den Koran auswendig zu lernen. Und dann ist er nach Deutschland gekommen. Und in Deutschland hat er Politikwissenschaften studiert. Und dann hat er gesagt, aha, jetzt kenne ich das System, aus dem ich komme. Ich kenne das System, in dem ich jetzt lebe und ich finde Deutschland besser. Ja, da möchte man doch meinen, jeder Deutsche freut sich über den und sagt, ja super, ist in Ordnung. Aber der steht auch unter Polizeischutz und zwar 24/7. Der kann seit Jahren keinen festen Wohnsitz haben, weil die Barbaren aus der Wüste mit ihm mitgekommen sind und ihn dort nach dem Leben trachten. Und mit denen muss ich als Nachbar leben? Warum oder was zur Hölle? Nein, so kann... Martin schaut streng, ich dachte, ich habe schon was ausgehört. Der muss sich aufpassen, sonst mutet er mich morgen auf MS Live. Ja, so ist die Sache. Und genau deswegen, ich meine, ich predige ja dann bereits zu schon bereits Bekehrten. Es wäre viel schöner gewesen, auch Leute mit in die Diskussion zu holen, die da gerade vorbeigehen. Ja, aber was haben wir? Zwischen uns und denen ist inzwischen eine Barriere aus wirklich diabolisch besessenen Muslimen, die ihm nach dem Leben trachten, weil auch er als früherer Moslem sich erfrecht, ja, über die Kultur, aus der er kommt, zu reden. Du hast sicher noch ein paar Worte dazu zu sagen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, das ist das so. Einzige Enttäuschende heute, dass es leider selten zu Diskussionen kam. Weil einfach die Gegenseite feige ist, muss man sagen. Ja, ja. Wir hatten ja am Anfang den Mohamed Yüksek von der SPÖ-Favoriten da, der hier versucht hat, die Moslems wegzuscheuchen, weil er Angst hat, dass die Moslems sich entlarven. Einer Diskussion wollte er sich nicht stellen. Wir hatten einen linken Sozialarbeiter, der mit euren Steuergeldern finanziert wird, Moslems zu deradikalisieren, mit linker Sozialpädagogik. Das kann ich mir schon vorstellen, was er denen erzählt so. Ja, hört doch auf, seid doch friedlich, Islam ist Frieden und so weiter. Ja, also das ist schade, dass es leider zu wenig Diskussionen kam, aber das lag eben auch daran, dass die Gegenseite leider sehr aggressiv war, gewaltbereit und dass die paar Mal, wo man sich ein bisschen näher gekommen ist, eben gleich gedroht wurde mit, ja, ich bring dich um, Hurensohn, bla bla bla. Das war halt das Problem. Leider, ja, ich hätte gerne sachliche Diskussionen geführt, ja, über die Islamisierung, über die Gefahr durch den radikalen Islam, aber ja, die Gegenseite will das nicht. Ja, die Gegenseite will das nicht und Friedrich hat es sehr gut angesprochen, Seran Ateş und so weiter. Das Problem ist, der Islam ist nicht reformierbar und die Mehrheit der Moslems haben ein radikales, fundamentalistisches Islamverständnis. Das sehen wir in den Umfragen. Wenn es Umfragen gibt, Scharia oder deutsches Gesetz, Scharia oder österreichisches Gesetz. Ich bin mir sicher, wenn wir hier in Favoriten durchgehen und die Moslems fragen, hier, bist du für die Scharia oder für die österreichischen Gesetze? Wenn es zu einem Konflikt kommen würde, auf welcher Seite würdest du kämpfen? Auf Seite Österreichs oder auf der Seite der Türkei oder irgendein anderes Land? Dann ihr wisst, welche Antwort sie liefern würden. Und das ist das Kernproblem, dass keine Loyalität da ist. Und das müssen wir aber verlangen. Wir müssen verlangen von Einwanderern, die
all das Positive in unserem Land ja, mitgenießen und in den Genuss kommen des österreichischen Sozialstaates, der Sicherheit und so weiter. Von denen müssen wir verlangen, dass sie dann auch loyal und treu zu diesem Land stehen. Denn ansonsten züchten wir uns hier eine fünfte Kolonne. Ja, eine fünfte Kolonne von ausländischen Mächten. Martin hat oft darüber gesprochen, das Wahlverhalten der Türken. Das Wahlverhalten der Türken sieht so aus, dass sie in Österreich linke Parteien wählen, wie die SPÖ und die Grünen, weil sie nur das eigene Interesse verfolgen, weil sie wissen, ach, die SPÖ, da ist es leichter, Moscheen zu bauen. Mit denen geht die Islamisierung natürlich leichter vonstatten als jetzt mit der FPÖ. Ja? Und deswegen wählen sie linke Parteien. Gleichzeitig aber ist der Anteil der Erdogan-Wähler viel, viel höher unter Türken in Deutschland und in Österreich als in der Türkei selbst. Das heißt, wir haben die fundamentalistischen, radikalen Erdogan-Anhänger und radikalen Moslems hier im Land. Es ist keine Bereitschaft da, sich zu integrieren. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, ganz, ganz wichtig. Ach, er spuckt. Was ist denn los? Was spuckst denn du vor sich? Bist du ein Lama? Bist du ein Kamel? Bist du ein Kamel? Bist du ein Lama? Ach, deswegen spuckst du so vor dich her, oder? Willst du deine Verachtung zeigen? Willst du deine Verachtung zeigen? Willst du diskutieren? Willst du reden? Okay, komm. Machen wir zum Abschluss noch eine Diskussion mit dem spuckenden Moslem. Was ist los? Schneller. Was ist los? Was ist los? Was? Schnell. Was gibt's? Komm, sag, red. Willst du was sagen? Willst du was sagen? Willst du was sagen? Du wolltest was. Warum hast du gespuckt? Ich trinke und ich spucke. Ach, bist du feige, deine Verachtung zu zeigen, oder? Vorhin hast du noch so gespuckt. Ja, und du bist gekommen, was? Ja, und jetzt, okay, komm, erzähl. Ja, du willst was wissen. Du hast deine Verachtung offen gemacht, jetzt bist du zu feige, zu deiner Verachtung zu stehen. Du hast über Muslime geredet. Ja, und ja. Radikale Muslime sind ein großes Problem in Österreich. Wer sind radikal? Alle, die radikal sind, sind radikal. Ja, was ist radikal? Eine große Mehrheit ist radikal. Wer, was ist radikal? Islamisches Gesetz oder österreichisches Gesetz, was kommt an erster Stelle? Österreich. Österreichisches Gesetz, okay. Ja, und was sagst du? Österreich? Woher kommst du? Hallo, woher kommst du? Ja, Österreich. Ha? Woher kommst du? Ägypter, okay. Und bist du für die Scharia? Ja. Du bist für die Scharia? Ich bin für das islamische Gesetz. Lass ihn, wir reden ganz normal. Aha, okay. Du bist für das islamische Gesetz. Ich habe nichts dagegen. Du hast nichts gegen das Islamische. Hättest du was dagegen, wenn man das islamische Gesetz hier in Österreich einführt? Nein. Also du willst das islamische Gesetz in Österreich? Du hast gesagt, ob ich dagegen bin. Ich habe gesagt, nein. Weg mit ihm. Er hat offen gesagt, dass er das islamische Gesetz in Österreich will. Schön, dass wir noch am Ende einen ägyptischen Moslem haben, der sich komplett entlarvt hat und der unsere Warnungen bestätigt. Ich habe ihn gefragt, bist du für das Österreich oder für das islamische Gesetz? Er hat gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn das islamische Gesetz in Österreich regiert. Wir wollen kein islamisches Gesetz hier in Österreich. Bravo! Schön, dass wir am Ende noch einen Moslem haben, der komplett die islamische Agenda... Genau, abschieben. So einer gerade sofort abgeschoben. Ein Ägypter, der als Asylant hier in Österreich lebt und das islamische Gesetz bevorzugt vor dem österreichischen, hat kein Recht hier zu bleiben. Langsam, ruhig, beruhigt euch. Ruhig. So, die Linken werden gewalttätig. Alles ruhig, weg mit dem Ganzen. So. Stefan, komm her. Von uns geht keine Gewalt aus. Wir wollen ganz normal diskutieren, aber wurden bedrängt von Linken. Ja. Wie immer, Linke, Migranten, Islamisten können das nicht ertragen, wenn wir von unserem Recht auf freie Rede Gebrauch machen. Diese Leute glauben, die Straße gehört ihnen. Die Straße gehört aber nicht euch. Das Land gehört auch nicht euch. Es ist unser Land. Geh doch nach Ägypten! Geh doch zurück nach Ägypten!
Wir sagen diesen Leuten noch einmal abschließend, wenn sie sich hier nicht benehmen können, wenn sie ihre eigenen Nationalfahnen hissen, wenn sie spucken, Schlägern etc. pp. Was machen wir da mit ihnen? Abschieben! 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 Und das ist enorm wichtig, dass wir zeigen, dass wir ihnen ein Gefühl geben, dass sie hier nicht willkommen sind, dass sie sich unwohl fühlen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich mit ihrer Islamisierungsagenda wohlfühlen. Wir müssen zeigen, ihr werdet hier keine Ruhe haben. Entweder könnt ihr euch komplett assimilieren oder ihr könnt nach Hause gehen und ihr werdet abgeschoben. Und diese Botschaft werden wir nach ganz Österreich und dem gesamten deutschsprachigen Raum tragen, dass sich da keine Asylanten wohlfühlen. Da gibt es auch Gewalt, guck mal, hier. Also von uns, ich muss auch unsere Teilnehmer loben, keine Übergriffe, keine Gewalt, absolut friedlich. Es gab 4, 5 Vorfälle, alles von radikalen Moslems und radikalen Linken. Wir haben jetzt hier die Stellung gehalten, auch dem Regen stand gehalten und wie ihr von richtig sagt, auch die Nerven gehalten. Danke auch an alle, dass trotz der Provokationen und trotz der Szene, die wir erzählen mussten, ihr alle ruhig und friedlich geblieben seid. Wir werden heute nicht nur auf einem Platz stehen bleiben, wir werden unsere Standkundgebung abschließen mit einem Zug über die Favoritenstraße durch den 10. Bezirk und werden uns allmählich dazu vorbereiten, aufzubrechen. Es gibt nachher noch ein Zusammensein, wo ihr mit ihr von ins Gespräch kommen könnt, wo ihr euch untereinander vernetzen könnt, extrem wichtig. Es sind Leute durchgegangen, die euch gesagt haben, wo wir hingehen. Falls ihr es nicht wisst, bitte fragt den Jakob Gunnarka mit der roten Jacke. Und ich bitte alle Leute, die mit dem Auto in der Parkgarage sind, runterzugehen und dann mit dem Auto dorthin zu fahren, wo wir uns nachher treffen. Wie gesagt, Jakob Gunnarka kann euch die Adresse geben, fragt ihn, der ist dort. Dem könnt ihr auch gerne noch eine Spende in die Hand drücken, um die Brennmuck-Touren zu finanzieren. Alle anderen, die öffentlich hier sind, bleiben bei Irfan und mir. Wir werden gemeinsam jetzt im Anschluss, wenn die Polizei das okay gibt, noch durch unseren Bezirk, durch unser Wien gemeinsam gehen. Es ist nämlich unsere Stadt, unsere Heimat, unser Land und wir sind das Volk. 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 Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ich weiß nicht, was du willst. Ja, nicht schon. Wir reden nachher, wenn wir mal nächstes Mal ein Mädchen sind. Ich hab mir gedacht, wegen Antifa. Ja, ja, das ist gestört, der ist gestört. Die Antifa ist antinational mit der Nationalfahne. So. Also, Leute, alle, die mit dem Auto hier sind, bitte haben mit der netten Polizei abgesprochen. In die Parkgarage gehen, ins Auto hüpfen und alle anderen bleiben hier. Wir werden dann gemeinsam nochmal durch den Bezirk gehen, damit das auch alle hören. Ich finde es lustig und leibend, weil ich glaube, abschieben hat schon lange keiner mehr gerufen im 10. Bezirk. Ich glaube, es würden aber einige brauchen in diesem Bezirk. Wenn ihr euch vorstellt, dass wir an Millionen zahlen jedes Jahr für diesen Asylwahnsinn, wie unsere eigenen Leute gerade verarmen, sich die Heizung nicht mehr leisten können, trotz Arbeit, ja, ihr Kinder den Skikurs nicht mehr zahlen können, den Tag nicht mehr füllen können. Das ist eine bodenlose Frechheit und Grausamkeit dem eigenen Volk gegenüber. Und auch dafür stehen wir ein. Solidarität mit unseren Leuten, für unser Land und unser Volk. Und, wichtiger Punkt auch noch, ja, ich bin niemandem sauer oder kein Migranten irgendwie Kram, wenn der stolz auf sein Land ist. Er soll ruhig stolz sein. Und wenn er Moslem bleiben möchte, soll er das meinetwegen bleiben, ist mir vollkommen egal. Aber das Problem ist, wenn jemand hier in diesem Land ist und in diesem Land ein türkischer, was auch immer, Nationalist ist. Das geht nicht, wir brauchen keine 5. Kolonne. Wer das Land nicht liebt, soll das Land verlassen. Völlig richtig. Danke nochmal, auch hier abschließend. Vielen, vielen Dank. Es sind Leute extra aus Deutschland gekommen. Vielen Dank an alle, die gekommen sind. Vielen Dank. Es war eine absolut gelungene, super erste Kundgebung und ich freue mich, ganz Österreich zu bereisen, bis an die letzten Ecken. Deswegen, auch wenn ihr unterstützen wollt, ihr könnt uns gerne unterstützen. Wenn ihr dahinter steht, kommt mit oder unterstützt uns auf irgendeine andere Art und Weise. Vielen, vielen Dank. Danke euch.
Danke vor allem an Irfan, der den Geist dieser Demonstrationen heute nach Wien gebracht hat. Er hat völlig recht. Wir machen weiter. Wir stechen mit unserer Nadel, mit den Kameras und dem Livestream ganz genau dort hinein und gehen genau dorthin und gehen hin und halten drauf, wo der Mainstream, wo die Parteien nicht wollen, dass wir sehen, was sich hier tut. Und genau die Szenen, die heute eingefangen wurden, werden morgen Tausende, Zehntausende sehen. Ihr wart zum ersten Mal dabei, also ihr könnt stolz auf euch sein, beim Brennpunkt-Tour-Jubiläum dabei gewesen zu sein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Jetzt aber, Samstag ist es, haben wir uns einen Schnitzel verdient und ein Bier. Also werden wir uns bald in Bewegung setzen. Ich bitte euch alle, falls ihr nicht mit dem Auto hier seid, eure 7 Sachen zu sammeln und euch in diesem Bereich hier zu sammeln und aufzustellen. Wir werden dann gemeinsam mit ein paar Parolen, dass der 10. Bezirk uns nicht so schnell vergisst, gemeinsam zum Hauptbahnhof gehen und dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu unserem weiteren Ort hinfahren. Und dort wird es auch noch Möglichkeit zum Reden, Austauschen und Vernetzen geben. Dankeschön, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und einmal noch rufen wir, was so schön ist, heimatfreie Tradition und Multikulti Endstation. Bitte, Friedrich, gib die Parole vor. Heimatfreie Tradition! Wo ist die Box? Die Spendenbox. Was gibt's noch? Ebenso, ich kenne nicht alle. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine neue Audioanlage. Wien ist unsere Stadt! Wien ist unsere Stadt! Wo soll ich denn? Wien ist unsere Stadt! Und ganz besonders in dem Bezirk, das muss ab wieder bestanden. Abschieben! 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 Heimatfreie Tradition! Europa, Jugend, Reconquista, Europa! Jugend! Reconquista, Europa! Jugend! Reconquista, Europa! Jugend! Reconquista, Europa! Jugend! Von heute kriegen wir Simmering, Wien bleibt Wien! Von heute kriegen wir Simmering, Wien bleibt Wien! Von heute kriegen wir Simmering, danke, Leute! Bitte nochmal Applaus für Jakob Friedrich Irfan und zu den Klängen der Bundeshymne sammeln wir uns jetzt in diesem Bereich. Fahnen bitte noch nehmen, rot als roter, wir werden sich gemeinsam durch den 10. Bezirk ziehen. Danke für euren Mut und für euren Einsatz, trotz Regen, trotz allen möglichen anderen Verwerfungen und Kontroversen. Wir sagen den Bezirk und allen Leuten hier, wir kommen wieder. Ja, völlig richtig. Ein kleiner Hinweis noch, bitte noch Applaus für die Polizei, die auch ihren Samstag geopfert hat. Unsere Versammlung geschützt hat und eine illegale Versammlung geräumt hat. Das ist nicht selbstverständlich und dafür sind wir sehr dankbar und erkennen das an. Vielen Dank. Mach nicht so gerne aus.
Ja, ich weiß. In dem Fall war es wirklich vollkommen in Ordnung. Weil die haben wirklich super verhalten und das durchgezogen. Ja, genau, für mich auch so. So, gut. Martin, kannst du gerade zwei Identitätsfeststellungen geben, Andi und ich, wegen irgendwie Schubserei mit Bonvalo, nur so Bescheid weißt. Ja. Völlig richtig, er will dich anzeigen und nichts rauskommen dabei. So, Jakob, wir gehen jetzt los. Ja, wir brauchen, also wir gehen jetzt runter den Weg und du schaust wegen dem Material. Ja? Können Sie sich noch Österreich lang nehmen? Oder? Ja, aber nachher wieder zurückgeben. Du kannst jetzt ein bisschen austeilen. Ja. Ups, so. Ja. Dann kannst du noch einmal durchsagen. Nein, Jakob. Ja. Was durchsagen? Die kommen ins Auto, die verteilen wir nicht. Doch, Jakob, für den Demo, wir sammeln sie nachher wieder ein. Ach nur so? Ein paar Stück. Ja. Okay. Ja, passt. Ja. Aber jetzt regnet es wieder. Ja, ja, schnell alles einsammeln. Schnell alles abdrehen, einsammeln, ja. Ich hole aber Leute. Ja. Ich warte aber hier. Ja, Mann, du kannst die Fahnen. Warte mal, schau, wir nehmen die hier, die verteilen wir, dass wir ein paar haben, die kommen ins Auto. So. Wir verlieren nur die ganzen Fahnen heute. Ja. Nein, die sammle ich schon wieder ein nachher, kein Problem, kein Stress. So, Daniel, kannst du die Fahnen nehmen? Die verteilen wir nachher beim Marsch an die Leute und sammeln sie nachher wieder ein. Bitte helfst du den Jakob beim Zusammenräumen. Ja. So, Leute, du bist jetzt mit dem Auto hier, gell? Wie bitte? Du bist mit dem Auto hier. Lass mir das Ding noch mitgehen und nachher das Auto holen oder wollt ihr mit dem Auto mitfahren? Wir gehen noch eine gute Stunde durch die Tür. Nein, 10 Minuten zum Hauptbahnhof und fahren dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin zu unserem Fahrzeug. Ja. Nein, wir rufen jetzt noch mit und wollten dann zum Audi zurück machen.